Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge River und Multiplayer-Projekt mit Marcel Hallo. Moin Moin. Ich denke jedes Mal vorher nach, wie ich die Anmut machen muss, versaus auch trotzdem jedes Mal wieder. Immer die Anfänger. Ja. Wo sind die Profis, die man so braucht? Denk Robert. Mhm. Ja, ist klar. Wenn wir überlegen, ja noch ein neues Feld zu kaufen, macht es dann Sinn, einen am Hof zu kaufen oder eher hier eins in der Nähe von der Biogasanlage? Ist ja die Frage, wo ist ein größeres Silo? Wenn wir das aber alles für die Biogasanlage benötigen, macht es doch Sinn, dass nicht immer wir fahren bei uns zum Hof hin, silieren das da, laden das da von dort aus wieder auf und das dann zur Biogasanlage zu kutschen. Deswegen wäre es halt für mich sinniger, wenn wir auf dem Feld mal Weizen oder so anbauen, dann müssen wir halt einmal mit den ganzen Tödel dahin räumen, aber wir müssen halt nicht so oft fahren, so. Weil bei Weizen oder so kommen ja nicht so viele Kipper runter, als wenn wir da anfangen an häckseln. No. Deswegen wäre es halt Überlegung, vielleicht in der Nähe von der Biogasanlage dann ein Feld zu nehmen, wenn wir nochmal Felder kaufen. Ja, wir kaufen Feld 13, das große sieht aus. Am Hof. 12. Ja, meine. Ist auch nochmal Nummer größer. Ja, ich wäre halt vielleicht auf Feld 36 gegangen, direkt vor der Einfahrt von der Biogasanlage. Wenn wir eh fast jedes Jahr Silo machen müssen für die Biogasanlage, wenn wir die auch wirklich 24/7 am Laufen halten wollen. 36 ist ja recht klein, also da kannst du fast nichts anfangen mit. Ja, aber ich überlege halt gerade mal, wenn du halt jedes Mal von 12 mit dem Kipper zur Biogasanlage fahren musst, da abkippen und wieder hinfährst, dann bist du 5 Minuten unterwegs oder so. Oder so. Also ich habe von der Biogasanlage oben zum Trigger für den Mist, habe ich 7 Minuten in der Folge gebraucht. 7 Minuten. Vielleicht bist du wieder gefahren wie so Oma. Vollgas, weißt du. Ein Gas, Vollgas. Also deswegen, weil sonst müssen wir müssen halt eh dahin fahren für die ganze. Also deswegen will ich halt den Fahrtweg gut sagen, weil an der Biogasanlage können wir ebenfalls das Zeug einsilieren. Ist groß Silo oder mehrere? Ja, du hast zwei von den großen Silos. Also ein Silo, du hast so großes Kalsilo wie wir oben haben, wo ich jetzt gerade weghole, hast du da zwei Stück davon stehen. Okay. Es spricht ja nicht, sage ich mal, das ganze Gras und so weiter da oben einzulagern. Weil wir hier auch für unsere Tiere auch ein bisschen was benötigen. Ja. Aber halt so den Rest würde ich halt schon, wenn wir dann mal häckseln oder so, dann würde ich halt doch schon mal in das Silo da hinten tendieren. Ja, können wir machen. Weil irgendwo müssen wir das ganze Zeug auch lassen. Alles Probleme. Na, ganz viel Probleme, Alin. Alle nicht schon diese Probleme. Luxusproblem oder nicht? Ja, kann man so sagen. Wie war denn heute dein Tag? Oh, arbeitsreich. Das ist es doch immer, oder nicht? Jein. Okay. Halb Tag auf dem Bock gesessen. Ist doch auch schön. War es eigentlich bei euch auch so windig? Alter. Hören wir auf mit dem Wind. War ganz schön windig, oder nicht? Wir konnten die Kiste woanders einsammeln. So schlimm? Ja. Na gut, so habe ich halt hier nicht. Also bei uns war auch, also echt, heute Morgen bin ich weggefahren. Ich bin mit der Tür fast weggeflogen heute Morgen, als ich die in der Hand hatte. Also war schon spannend, muss ich sagen. Aber wir sollen jetzt ja von morgen Nachmittag auf Samstag sollen wir auch noch was kriegen. Orkan, frag mich, wie es heißt. Namen habe ich schon vergessen. Ich bin echt gespannt. Orkan. Corona. Ne, so schlimm ist es nicht. Dann hat es heute Nacht bei uns ein paar Mal gedonnert. Du hast gedacht, hier fällt irgendwas richtig schier um. Da bin ich echt ein paar Mal von wach geworden, muss ich sagen. Dann war das auch hier ein paar Mal am Blitzen und denkst, hier ist Sonne. So hell war das teilweise.
Ich habe dann heute Nacht, ich weiß nicht, irgendwann heute Nacht um 2 oder so, habe ich noch auf die Mehrfachsteckdose von meinem Rechner drauf gedrückt, die ich von meinem Bett aus erreichen konnte, nur so zur Sicherheit, Safety First mäßig. Weil ich dann heute gerade den Rechner starten drücke auf meinen Anknopf, frage mich kurz, warum mein Rechner nicht startet, bis mir einfällt, was sie mir versteckt, so auskommt. Oh, da kommt wieder das irgendwie ein Sieb raus, oder? Bitte? Da kommt wieder das Vergessliche raus. Ja, echt, kurz habe ich mich echt gefragt, warum geht der Rechner nicht an? Vor allem auch, ich habe auch gar nicht drauf geachtet, selbst die Monitore warten. Wo sind die Monitore damit angeschlossen? Doch, die sind auch damit angeschlossen. Ich habe hier vier Mehrfachsteckdosen aneinander kleben. Weil ich habe hier so ein bisschen Steckdosenmangel, muss ich ja sagen, wie es ist. Aber nicht nur bei dir. Ich habe eine eine Mehrfachsteckdose, die ja direkt an der Steckdose hängt. Da sind dann auch so Sachen drin wie Wecker und Tischlampe. Und dann aus dieser Mehrfachsteckdose gehen nochmal 3 Mehrfachsteckdosen raus. Für den Rechner. Da hängen die ganzen Monitore dran, der Rechner an sich selber, da steht noch eine Lampe hier und also ganzen Krimskrams. Echt Wahnsinn. Und da. Und der Repeater hängt auch noch dazwischen. Oh je. Yeah. Alles wild. Mark, hast du gut gemacht. Er ist voll unter den Anhänger gekippt. Super. Hm. Ich habe gestern eine richtig gute Reportage gesehen. Über? Ich weiß es nicht mehr. Da kommt wieder die Vergesslichkeit raus. Jetzt wüsste, worum es geht, hätte ich es jetzt gesagt, aber ich weiß es nicht. Ich bin ja allgemein so ein Reportagengucker. Oh, oh, oh. So Serien oder so faszinieren mich so überhaupt nicht, aber so Reportagen über alles. Oder war das die Serie über den Rotterdamer Hafen? Kann auch sein. Letztes Wochenende habe ich viele Knastreportagen geschaut, ich weiß auch nicht warum. Echt Wahnsinn, Alter. Dann habe ich mir erst so ein paar hier so aus USA und China und Russland und so angeguckt und dann guckst du dir so eine Reportage über Deutschland an und denkst dir da, boah, haben die es gut. Tja, normaler Wahnsinn, ne? Also echt, aber echt sagen, guckst du erst wirklich so aus USA so Knäste an und dann hier kommt Russland noch dabei und Frauenknast Russland und was weiß ich nicht alles. Und dann guckst du eine Reportage über deutsche Knäste an und denkst dann, oh, das ist ja gemütlich. Klar. Da habe ich echt kurz gedacht, irgendwas machen wir verkehrt. Weil das war echt so, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber halt echt schon so gemütlicher, würde ich es mal so spontan sagen. Und dann normale Wahnsinn. Du sagst es. Eine Reportage über den Rotterdamer Hafen angeschaut. Der ist auch riesig, leck mir am Sack. Ja. Hat was, der Hafen. Ich weiß gar nicht, wie viele tausende Hektar ist der da haben. Ich dachte, ich habe nur gedacht, schön. Hm? Die haben irgendeine Stadt im Vergleich genannt oder irgendwie so. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ah, die Karte Old Streams ist raus, ne? Old Streams? Die kleine Verwinkelte von damals. Oh, ne. Oh, die ist richtig gut. Ah, die Karte ist gut, gar keine Frage. Aber jetzt so ganz verwinkelt habe ich jetzt auch keine Lust. Ich habe ja hier schon teilweise keinen Bock mehr. Hatten wir die im 19. auch? Haben wir da nicht sogar aktiv drauf gespielt eine ganze Zeit lang? Ich glaube schon, das war da ganz cool, fand ich. Hm.
Wir haben so einige. Haben wir eigentlich auch die belgische Profonde zusammengespielt? Oder habe ich die mit Marcel? Oh ja, das hatten wir gemeinsam. Okay, gut. Ich hatte irgendwie mit Marcel, mit Maurice im Kopf. Nein. Okay. Belgische Profonde hatten wir. Was hatten wir denn noch? Irgendwas mit F hatten wir doch auch noch. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir hatten einige Karten. Das war richtig. Obwohl wir auch eine ganze Zeit lang gar nichts gespielt haben. Ja. Na gut, soll auch vorkommen. Na klar. Also das erste Feld wieder fertig. Nur noch schon Vorgewende und dann geht's weiter. Das ist doch schön. Das ist doch super. Kannst du damit 6 Meter anzählen? Oder du? Der Profi will sehen. Deswegen. Der Profi muss hier Schwader fahren. Aber du das letzte Mal gemacht hast, das war ja Kraut und Rüben. Habe ich dir gesagt, ne? Ja, du kannst das einfach nicht. Das hat Probleme in der Geschichte. Das ist jetzt, wie man es nimmt. Das war richtig. Was ich jetzt gerade so im Kopf habe, wo wir gerade bei Geschwindigkeiten waren. Waren wir da? Egal. Ja. Kennst du hier diese selbstfahrende Mähwerk von Krone? Wie heißt das Ding noch? Keine Ahnung. Gibt's auch im LS. Hey. Ja. Ach so, den Big M. Big M, genau. Irgendeiner hat das gesehen, oder ich habe da ein Video drüber gesehen, auch im LS, wo einer sich mega gefreut hat, dass du ja damit 25 km/h übers Feld fährst. Grassman. Oh. Was mir jetzt gerade mal so eingefallen ist, mit meinem Johnny fahre ich auch irgendwie 22 oder so. Also ist der Big M ja theoretisch gar nicht mal so gut, will ich ihn jetzt nicht nennen, aber halt so optimal. Schnell. Also so schnell halt auch nicht. Du fährst halt mit meinem Johnny jetzt ein paar km/h weniger. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob die Arbeitsbreite passt oder ob es ein bisschen mehr oder weniger ist. Aber im Endeffekt so der Vergleich ist halt so, dass ich meinen Johnny halt auch noch das Ganze hier auch noch andersweitig einsetzen kann. Und der kann halt auch sowas wie Schwarzzusammenführung und so einen ganzen Kram. Also optimal ist das Ding dann halt auch. Würde ich schon ein bisschen fühlen, gar keine Frage. Aber ist jetzt nicht so, dass es das Must-Have ist, glaube ich. Ich glaube gar nicht. Kostet auch, glaube ich, ein Schweine Geld, das Ding. Ja. Naja. So ist es halt, ne? Wenn ich jetzt die ganze Silage oben in die Biogasanlage kippe, kommen wir ja gerade um anderthalb Monate. Ja, nein, vielleicht. Das ist überraschend. Wir werden aber jetzt keine Ballen da oben reintun, oder? Nein. Gut. Sonst haben wir am Hof ja nichts. Also von den Kühen schon mal gemein recht nicht. Weil das schon eh immer eine Heidenarbeit, finde ich. Also wird die danach ein bisschen Leerlauf haben. Außer wir werden in der Zeit nochmal mähen und das ganze Zeug zusammenziehen. Und Maispflanzen halt, ne? Ja, da sind wir auch ein paar Monate weiter, deswegen frage ich ja, wie wir dieses Verhältnis dann halt überbrücken. Weil dann wird die wohl ein bisschen leerlaufen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir jedes Jahr, weiß nicht, was habe ich gesagt? 1, Gerade. Boah, ich habe meinen Kopf rechnen heute. Läuft halt einfach auch nicht.
208, 1, 2, 3, mal 12. Also müssen wir dann gucken, dass wir jedes Jahr 2,5 Millionen Liter Silage irgendwo rankarren. Boah. Das ist ein so ein großes Kallsilo voll. Das ist natürlich schon wüst. Also besser wäre es natürlich, wenn du den Puffer einbaust, ne? Bin ein bisschen überrascht. Also, ja. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir halt für unsere Tiere am Hof auch nochmal ein bisschen was benötigen. Und für die Hofbeek, ja, die brauchen natürlich auch noch ein bisschen Masse. Oh. Gut. Da machen wir uns aber erst wieder nächste Woche Gedanken drüber. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch für Marcel, dass er dabei war. Gerne, gerne. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, Kurt. Tschüss.